Ja, es wird sicherlich mehr Bartel sein, weil ich ein paar Bartel bestellte aus China, da freue ich mich schon 2 Wochen drauf, aber das dauert ja alles eigentlich nicht wegen dir. Schau mal. Boah, da ist es ja doch, schau. Made in China, genau das ist es, hey. Genau das Richtige habe ich wieder. Bock, mal sammeln jetzt aus, ja, mein. So, da zogen wir Bock, mal sammeln aus, ne? Mit den Paketen aus China muss man nicht mehr vorsichtig sein, weil da weiß ich nie, was drin ist. Nicht, nicht dass er das ganze Teil um die Arme fliegt. So. Ah ja, aber schaut schon mal gut aus. Und zwar habe ich mal eine Drohne bestellt. Die Drohne habe ich mal bestellt aus China. So. Ja, so ist drin. Und die Fernsteuerung. Gell? Bedienungsanleitung. Ist irgendwie keine vorhanden. Artikel DEA 180, keine Ahnung. Wieder zogen. Gehen wir aus und mal probieren. Schauen wir, wie das Teil fliegt. Und nachher werden wir essen. Brauche Bedienungsanleitung sind alles für Anfänger, sowas. Das braucht kein Mensch. Ja, gehen wir aus. So, da die Funke ist ein. Die Drohne ist auch ein. Da zogen, jetzt probieren wir mal. Ne? Aha, jetzt rennen sich die Rotorblättler. Kettenlos, jetzt haben wir Lobo hier. Aha! Schau! So, ah, schau, jetzt geht's ja außen. Schau, wie die geht. Na, brutal! Das ist ein super Gerät. Ja, wirklich. Fliegen wir jetzt einmal ein bisschen um. Mit den Scheinern und schau, jetzt brennt die Scheiße an und nach dem Monat. Das kauf ich nie wieder. Ich zeig das ja noch, wie das brennt. Ach, Scheiße. Die schöne Drohne. Boom, ich habe 1000 Teile zu teilen und nachher da in Flammen aufgegangen. Bitte, bitte. Mit den Scheinern, das ist so ein Schrott. Kauft's doch nicht von den Asiaten, das ist, kannst du alles vergessen. Siehst, am Ende hast du das als Resultat. Drohne stürzt da ab, brennt, vernichtet, die da hinten nur jetzt die ganzen Teile zusammenklauen. Und nachher, ja, ein bisschen vom Fernseher. Vierter. Can you move, please?